Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Carlos, ich und Luisa, wir sind zu dritt heute unterwegs. Und zwar wollen wir jetzt erstmal zum Rossmann, allerdings holen wir da nur ein Produkt. Dann wollen wir zum Aldi und wahrscheinlich, also das überlegen wir uns gleich, je nachdem, ob wir bei Aldi alles bekommen, werden wir eventuell noch zu Rewe gehen. Genau, und wir nehmen euch live mit. Carlos musste eins nehmen und ich auch. Aber lieber nicht, ich nehme mal Shampoo im Jahr. Ja. Diese, die die aktuell haben. Ach da, nee. Wo denn? Nee, die wollen genau die eine. Du weißt doch, wie die sind. War das dann doch bei DM gewesen? Das ist aber ab 6. Ja. Nee. Nee, wir haben ja noch eine Tube, die ist zu. Von den gleichen da? Mhm. Nee. Wahrscheinlich das. Ich weiß es nicht. Hm? Nicht. Aber es ist auch Zahn. Das ist Zahnpaste. Zahncreme. Ja, nehme ich ja mal die mit. Ja, ne? Schaut gut an. So, ihr Lieben, ich bin wieder im Auto. Carlos stellt sich nämlich schon mal an bei Aldi, denn wir haben gesehen, dass Leute sich da angestellt haben, bevor das nachher noch länger dauert. Und ihr wisst ja, mit Kleinkind, na, okay, also ich sagte eben ein Produkt. Nein, es wurden jetzt mehr Produkte und das Produkt, was wir haben wollten, gab es jetzt gar nicht. Ich wollte nämlich für die Kinder eine bestimmte Zahnpasta kaufen, die sie unbedingt haben wollten. Ja, gab es leider nicht. Dafür habe ich 5 andere Produkte gekauft. Und zwar, achso, wir hatten noch einen 10% Coupon und ich habe nicht gerade hier die Quittung. Genau, also der Carlos, der hatte nämlich noch einen Gutschein gehabt und da war nur noch 4 Euro drauf. Das war kein Rossmann-Gutschein, ich weiß jetzt gar nicht den Namen dafür. Genau, 4 Euro waren aber drauf und wir dürften halt nicht über diesen Wert hinaus einkaufen, wenn wir den benutzen wollen. Das heißt, wir mussten unter 4 Euro bleiben und wir haben jetzt genau für 3,94 Euro eingekauft. Wir haben einmal ganz kurz für euch die Jumpies gekauft. Die waren jetzt im Angebot für 88 Cent. Dann haben wir die gekauft, die Mikado Schokostäbchen. Hier, mein Sohn, der Giano, der liebt die total. 99 Cent. Dann habe ich diese Kokosnuss-Zahncreme entdeckt. Die möchte ich gerne testen. Ich liebe Kokosnuss. Und die hat, glaube ich, 89 Cent kostet oder was. Genauso wie auch diese. Das ist ein, ja, eine künstliche Zahnschmelzcreme. War jetzt auch runtergesetzt. Normaler Preis wäre 99 Cent. Und damit das Ganze, ja, wir hatten halt noch ein bisschen paar Cent, um diese 4 Euro eben zu haben. Da habe ich einfach ein Duplo mitgenommen, 35 Cent. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gegessen und den werde ich jetzt gleich direkt mal essen. So, ihr wisst ja, Carlos hat sich angestellt und ich gehe jetzt zu ihm und dann nehmen wir euch auch mit. Wird aber ein kleiner Einkauf. Einmal Toastbrot, hier das, ne? Ja. Lieber die. Ist egal. Die Kinder mögen das. Und ich glaube, der Gian wollte Brezel haben. Sollen wir nicht mitnehmen? Wollte er? Ja, hat er wirklich gesagt. Und zwei. Da freuen sich die Kinder. So, dann helf mir mal hier nach Trolli zu schauen. Bei Haribos, ne? Wir schauen nach Trolli. Vielleicht haben sie die Marke auch gar nicht. Volvic? Kannst du auch ruhig 3 nehmen oder 4. Wenn es nach mir geht. Also Trolli sehe ich jetzt hier nicht. Siehst du? Nee, ne? Haben sie nicht.
Gut, dann weiter. Ja. Und eine Mango. Scheint okay. Ja. 2,69. Kinder lieben Wassermelone. Kernarm. Ja. Damit die nicht schmutzig wird und sowas. Okay, ach guck mal, die haben sie noch da. Die sind auch cool fürs Wasser. Aber wir suchen die Bahn. Wo ist denn die Bahn? Haben die Kinder sich so gefreut. Ja, aber ich sehe auch nicht den Platz davon, also wo die vorher, wo sie denn liegen sollen. Schade. So, da nehmen wir einmal Vanille mit. Den gibt es kostenlos. Dazu erzähle ich euch gleich was. Ja. Die sehen gut aus, aber keine Ahnung, was ist der Unterschied? Das ist mit Knoblauchgeschmack. Das oh. Richtige, ja? Ja, es gefällt mir. Oder hier, Natur. Zitrone? Natur. Okay. Ohne, also ganz normale. Ja, ist egal. Ja, für die Kinder, ne? Nee, dann nehmen wir die normalen mit. Und das? Die auch mitnehmen? Ich kann auch beides 20. mitnehmen. 5. Da kommst du noch zum Video. Oh. Und da? Siehst du, man muss immer aufs Datum schauen. 6.11. Okay. Heute? Oh, nicht so gut. Ja. So, das sind die Einkäufe, denn ich werde das euch gleich nicht nochmal zeigen. Ja, Milka separat, ne? Ja. So, wir sind gerade angekommen. Carlos räumt gerade die Sachen ein, während ich euch erzähle. Und zwar über die Cashback-Sachen. Wir haben jetzt tatsächlich nur ein Produkt davon gefunden. Es gibt viel, viel mehr Aktionen, aber ja, Aldi ist ja jetzt auch nicht besonders groß. Dafür hätten wir echt schon zum Rewe gehen müssen, waren wir ja jetzt nicht. Aber ein Produkt habe ich tatsächlich gefunden, und zwar war das Milka-Eis. Informationen dazu verlinke ich euch mal hierhin. Genau, ich habe dieses Produkt selbst bezahlt. Ich habe den vollen Preis von 3,99 Euro bezahlt. Ihr dürftet euch, also konntet euch ein Produkt von diesen zwei aussuchen und eins pro Haushalt, pro Konto. Alle Informationen sind da aufgelistet, sowie auch die Teilnahmebedingungen. Also solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal durchlesen. Genau, was ich mache, ich verlinke euch auf jeden Fall den Link dazu, denn sonst habe ich euch immer erzählt, aus welcher App und so weiter. Diesmal verlinke ich euch den Link in die Infobox und da könnt ihr draufklicken und da stehen auch nochmal Informationen und wie ihr teilnehmen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich finde solche Aktionen total super. Ich finde dieses Eis jetzt nicht besonders günstig, 3,99, aber wenn der mir jetzt wirklich super gut schmeckt, dann würde ich den tatsächlich auch nochmal nachkaufen und deswegen finde ich solche Aktionen sehr gut. Genau, es gibt noch viel, viel mehr Aktionen, diese werde ich euch dann in einem anderen Video erzählen. So, ich werde jetzt reingehen, die Luisa versorgen, beziehungsweise auch den Carlos unterstützen und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bis bald. Tschüss!